Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Gamer-Freunde bei Skyrim. Ja, ich habe mit Fender mal ein ernstes Wörtchen gesprochen, so geht das natürlich nicht. Er hat es eingesehen. Und wir können weitergehen in unser Abenteuer. Wir sind hier immer noch in den Feuerschleier-Tiefen. Und hier geht's zurück in den Feuerschleier-Hügel. Ja, wie schon in der Abmoderation der letzten Folge gesagt, ich hätte echt nicht gedacht, dass wir so viel hier erleben. War echt cool. Die ganzen Troker, gegen die wir kämpfen mussten. Und jetzt haben wir noch einen neuen Schrei gelernt. Haben schöne Sachen gefunden. Also war echt cool. Hat sich gelohnt. Also war eine gute. Also im Nachhinein bin ich sehr froh, dass wir uns dazu entschlossen haben, hier reinzugehen. So. Okay. Wenn wir das jetzt aktivieren, kommt ja. Öffnet sich aus Zauberhand. Diese Wand. So, weiter geht's. Bin ich erstmal gespannt, wo wir jetzt hier rauskommen. Nee. Was war denn das jetzt schon wieder? Ah, guck mal. Eisenkriegshammer. Krass, werden das hier hingeschleppt. Verrückt. Brauchen wir aber nicht. Oh, nochmal. Dein Ernst. Dein Ernst. Ist das mies. Ist das mies. Der war die ganze Zeit, ist das mies. Nee, ich muss jetzt sagen, jetzt auf die Wendeltreppe habe ich jetzt ehrlich gesagt jetzt keine Lust. Das Wichtigste haben wir jetzt entdeckt. Und jetzt nur wegen dieser Wendeltreppe mal zurück. Wenn ihr wisst, was da ist, könnt ihr es gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es sich dann doch nochmal lohnt, hier zurückzugehen, weil der Ort verschwindet uns ja nicht. Bleibt ja. War das nicht so? Ich dachte. Der bleibt uns ja erhalten. So war das, gut. Boah, ey. 2 Jahre lang, wo der da gelebt hat. Daneben war ein Weg. Das ist so assi. Das ist so mies einfach nur. Es ist... Ich will nicht wissen, wie oft er seinen Kopf gegen diese... Gegen genau diese... Ach du Gott. Von allen Konstrukten, die die alten Twemer hinterließen, sind die Zwergen Centurios die wohl technisch beeindruckendsten und tödlichsten. Sie bewachen die Twemer-Ruinen, als wandelten ihre Meister noch immer in den Hallen. Ja, auf die wollen wir erstmal nicht treffen. Da könnt ihr mir sicher, da könnt ihr mir glauben. Ja, nee, ich habe seinen Namen vergessen. Der wird seinen Kopf da gegen diese Wand, wo die aufgegangen ist, bestimmt mehrmals geschlagen haben. So, und schon wieder regnet's rein. Es ist doch unglaublich. Aber es wird Tag, oder irre ich mich? Ja. Es ist halt nur dunkel, weil Regen. Schön, schön, schön. Sie ist unser einziges Kindboot. Haltet euch besser von zum Fraß vorwerfen. Ihr werft sie ja nicht den Wölfen vor. Sie will nur die Welt sehen. Genau wie ich in ihrem Alter. Und was, wenn sie sich entscheidet, Ivarstar zu verlassen? Nein, ich kann diesen Gedanken nicht ertragen. Pilger oder nicht, an eurer Stelle würde ich unser kleines Kaff so schnell wie möglich hinter mir lassen. Na dann. Dass wir in den Sternschnuppenhof nicht rein dürfen. Aber weißt du, dein Mädel will die Welt erkunden und du sagst, na, vielleicht kommt sie noch auf die Idee, dass... Ivarstadt zu verlassen. Na natürlich, wenn sie die Welt erkunden will, dann will sie raus aus diesem Kaff hier. Also, denk mal nach. Wir sind jetzt hier, wir haben genug Gewicht. So, Freunde, jetzt folgendes. Passe mal auf. Ich versuche jetzt hier mal was klar zu machen. Also, ich weiß, dass es hier einen Weg nach Helgen gibt. Den werden wir jetzt auch lang gehen. In Helgen werden wir niemanden wahrscheinlich zum Verhandeln finden, aber dann kommen wir an Flusswald vorbei und gehen dann nach Weißlauf. Wir müssen Sachen verkaufen, wir müssen echt ein paar Sachen loswerden. Und das schaffen wir, glaube ich, nur dort. Und deswegen gehen wir da jetzt auch lang. Fendal, du bist... Ja, tschüss. Gefällt's dir hier, oder was? Da ist man einmal ein bisschen strenger... Ja, tschüss. Da ist man einmal ein bisschen strenger zu dir und schon dickst rum. Schlimm, 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 schlimm. So gern ich dich hab, ne? Aber so geht das nicht. Ja, jetzt kommst du wieder hinterhergerannt. Nein. Geh ruhig, bleib. Ja, nö. Wenn du hier was dazu schön findest, geht auch. Puh. Ich bin ja nicht wichtig.
Kannst du mich alleine lassen? Geh! Ich schaff das schon. Falls du mich überhaupt da hinten hörst. Das klang jetzt gerade irgendwie wie ein Wolf im Stimmbruch, ehrlich gesagt. So, Helgen, da geht's lang. Wer knurrt denn hier? Da unten. Was ist jetzt los? Was ist da los? Hä? Wo? Was? Was denn? Wo? Ich sehe ihn nicht mal. Klar, es ist ein Drache, aber wo? Ihr könnt mich nicht schlagen. Verdammt! Wo kommt der denn her? Ey, so, jetzt hier erstmal hier ein Feueratronagen zur Hilfe rufen. Nee, das machen wir mal noch nicht. Erstmal holen wir jetzt hier noch den Nordbogen raus. Ich werde euch in Stücke lassen. Da ist er. Einfach Drache nur. Der kämpft gerade gegen den Bären. Der Bär gewinnt. Bleib hier. Bleib hier, du kommst mir gerade recht. Ey, wehe, der Bär kommt jetzt auf die Idee, mich anzugreifen. Dann raste ich aus. Wir haben gerade einen gemeinsamen Feind hier. Komm runter. Danke, dass du auf mich hörst, Freundchen. Wow, 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 wow. Das ist doch schlimm. Bleib hier, komm runter. Wir haben echt noch nicht so viel Magika. Nee, Nordbogen will ich haben. Komm runter. Schießkunst verbessert. Wir fügen ihm aber auch gut Schaden zu. Ich glaube nicht, dass das der Bär ist. So, jetzt eigentlich... Es ist doch der Wahnsinn. Wieso ist denn jetzt wieder... Ach, ich weiß warum. Und jetzt, komm! So. Jetzt müssen wir trotzdem kurz die Umgebung im Auge behalten. Wir haben gerade zusammen gekämpft, mein Freund. Okay. Wow. Freunde der Sonne. Ehrlich. Die Musik muss ich jetzt erstmal kurz ausklingen lassen. Meine Fresse, ey. Krass. Stahlpfeil für die Drachenknochen. Wir haben dafür einfach keinen Platz gerade. Gold, granatische Eisenpfeile. Dafür haben wir jetzt keinen Platz. Also, wir nehmen hier erstmal die... Ach, ist ja von jeweils nur ein. Wir nehmen es erstmal mit. Gegebenenfalls können wir es dann immer noch wegschmeißen. Wer steht denn jetzt da hinten? Wer bist denn du schon wieder? Kaiserlicher Soldat. Die Armee ist immer auf der Suche nach starken und fähigen Kriegern. Wenn ihr meint, ihr habt, wonach wir suchen, findet ihr unser Hauptquartier in Einsamkeit. Ach, ich lieb. Tritt der kaiserlichen Armee bei. Ah, bin ich mir nicht so sicher. Ihr wolltet uns hinrichten, ehrlich, ey. So, also jetzt erstmal tief durchatmen. Ey, da denkst du, du triffst nur auf den Wolf. So, aktivieren mit Viereck. Seele benutzen, okay. Favorit, alles als Favoritenfest. Wir werden am Ende eine riesen Favoritenliste haben, aber das ist mir eigentlich gar nicht, das ist mir eigentlich recht. Okay, gut, dann geht's mal weiter hier. Schönes Bild mit dir, Fender. Könnte ein Thumbnail werden. Aber dann würde ich euch ja schon spoilern. Na, mal gucken.
Mal gucken, wie ich mich entscheide. So, jetzt geht's aber echt nach Helgen. Ohne Scheiß. So. Falls uns Tiere angreifen wollen, können wir es ja gerne mal ausprobieren. So, jetzt haben wir auf der Karte, sehen wir gerade da auch einen Drachenkopf. In der Regel finden wir da auch Drachen. Aber jetzt haben wir ja erstmal einen Drachen. Bist du angehittet oder warum? Was ist mit dir los? Oh, ey, da denkst du echt, da ist nur ein Wolf und auf einmal wird Feuer auf dich gespuckt. Ohne Vorwarnung, ohne sonst irgendwas. Ja, mein kleines Häuschen. Mit Alchemielabor. Alchemistenhütte entdeckt. So. Und dabei, jedes Mal, wenn ich das hier gespielt habe, niemand aufgetaucht ist, nehme ich einfach alles mit. Wir haben hier ein Tagebuch des Alchemisten. Wie viele Seiten ist denn das? Okay, das kriege ich vorgelesen. Es war eine ausgezeichnete Entscheidung, hierher zu kommen. Die heimische Pflanzenwelt scheint viele nützliche Eigenschaften zu besitzen, die ich zu neuen Zaubertränken verarbeiten konnte. Dank des gehaltreichen Bodens haben sich meine Stecklinge draußen zu prächtigen und üppigen Pflanzen entwickelt. Ich glaube, heute Nachmittag gehe ich wieder Pilze sammeln, denn meine Vorräte gehen allmählich zur Neige. Eine persönliche Anmerkung. Ich habe meine alchemistische Arbeit aus dem Schuppen nach draußen verlegt. Ich habe festgestellt, dass die Mittagsluft meiner Gesundheit zuträglich ist und meine Arbeit beflügelt. Und wo bist du jetzt? Nicht da. Hallo. Also ich sehe deine Augen nicht. So. Tollkirsch, wir nehmen es einfach mit. Hier ist niemand. Todesglockenblume und ihr wird das jetzt hier einfach irgendwie rumliegen lassen, nehmen wir es mit. Alchemielabor, durchsuchen Fass. Drachenbaum. Cool. Allerdings, jetzt jetzt haben wir schon 12 Minuten. Der Drachenkampf hat sehr viel in Anspruch genommen. Ich bin jetzt gerade echt am Überlegen, ob wir das nicht echt in der nächsten, dass wir jetzt hier einfach mal ein bisschen was testen, mal wieder ein bisschen Alchemie machen. Schmetterling im Glas. Ein bisschen Alchemie und dann in der nächsten Folge loswandern. Jetzt gucken wir erstmal hier die Bücher. Bericht der Kaiserlichen Kommission zur Katastrophe von Ionid. Habt Spaß. Nee, weil wenn wir die richtigen Tränke herstellen können, dann können wir nämlich auch genug Zaubertränke, um unsere Magika und unsere Gesundheit wieder aufzufüllen, herstellen. Und das wäre ziemlich cool. War das gerade zu schnell, die Seite hier? Zack. So. Öffne das Fertigkeitenmenü um eine Stufe. Oh, wir sind eine Stufe aufgestiegen, verdammt. Das habe ich in der Hektik echt nicht mitbekommen. Oh, ist echt eine Menge. Aber wer es lesen will, kann es gerne machen. So, eine kleine Abendlektüre noch nebenher. Boah. Hallo. Das sind schon mehrere Seiten. Ey, damit könnte man Folgen füllen. Das ist der Wahnsinn. Ich habe gerade Fazit gelesen, deswegen wollte ich gerade sagen, Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Hallo, hat das Buch ein Ende? Tada! Die Wolfskönigin, Buch 7. Zack. So. Ah, das ist der Kampf mit dem Drachen war schon cool. Wir hätten sogar noch Hilfe. Der Bär, Fendal sowieso, der Wolf. Ich weiß nicht, ob dieser kaiserliche Soldat auch ein bisschen mit eingeprügelt hat. Vielleicht stand er auch bloß die ganze Zeit da doof rum. Man weiß es nicht. Vielleicht hat er auch nicht mitbekommen. So, damit haben wir die Bücher gelesen. Ist hier draußen noch irgendwas? Nö. Okay. Fendal ist ein Tier. Was? Was ist denn jetzt schon wieder los? Was haben wir hier? Blasenpilz, sehr schön. Okay. Dann lasst uns mal ein bisschen Alchemie betreiben. Gesundheit, das ist gut. Also hier, Gesundheit, da hat man nicht noch irgendwie eins. Ne, dann stünd's ja da links, Gesundheit. Doch, hier, Gesundheit wiederherstellen, haben wir doch. Was braucht man denn dafür? Ah, durch den Blasenpilz jetzt. Okay, also wir brauchen Blasenpilz und blaue Bergblume. BBB. Schöne Alliteration. Was können wir denn hier mal noch so? Die Distel. Wir könnten es natürlich auch probieren. Wir könnten es ein bisschen kosten. Fackelwürmchenbrust.
Die sollten wir eigentlich auch recht schnell finden, da wir da eigentlich abends nur unterwegs sein müssten. Okay, das senkt in der Regel nur was. Knochen, Koboldschemel. Lavendel, Mondfalter, okay. Rauer Wüstling. Da, ja, mal schon mal. Also mit der roten Werkblume können wir Magika wiederherstellen. Jetzt braucht man noch Anfälligkeit für Magie. Es hat beides was mit Magika zu tun. Deswegen nehmen wir jetzt mal die rote Bergblume und Salz. Ah, schade. Na, ein Versuch war es wert. Ja, von dem, wo man nicht so viel hat, will man halt nichts verschwenden. Aber hier, Tundra-Baumwolle haben wir eine Menge. Und wir Ausdauer wiederherstellen. Ausdauer wiederherstellen. Mit Magika wiederherstellen. Nix. Schade. Okay. Tundra-Baumwolle. Ich glaube, die müssen wir einfach mal probieren. Haben wir hier was zum Hinsetzen? Nee, leider nicht. Nee, leider nicht. So, Objekte. Zutaten. Blaue Bergblume. Könnten wir jetzt futtern, dann wird man Gesundheit wiederherstellen. Lass mal jetzt mal. Was wollte ich denn jetzt? Frostresistenz, Ausdauer senken. Wir probieren mal ein Fackelwürmchen, eine Fackelwürmchenbrust. Mahlzeit. Ausdauer wiederherstellen, das ist gut. Ist was Positives. Knochenmehl. Koboldschemel haben wir genug. Mal gucken. Gesundheit senken, das ist nicht schön. Da auf die Gesundheit senken nehmen wir jetzt eine blaue Bergblume. Aber finden nichts weiter raus. Noch ein? Na, kriegt man nichts raus. Schade. Schade, schade, schade. Knochenmehl haben wir eine Menge, aber da haben wir schon zwei Sachen herausgefunden. Lavendel. Rote Bergblume. Salz. Salz werden wir doch jetzt hier noch was Zweites rausfinden. Nein. Nein. Ach, Mann. Aber vom Tundra-Baumwolle. Magieresistenz. Das ist gut. Das ist sehr gut. Hat mir jetzt schon probiert, die warte mal. Jetzt schreie ich so. Oh, falscher Ausgang. Ich denke mir halt immer, wenn das eine mit Magie zu tun hat, dann muss das andere doch auch mit Magie zu tun haben. Und zwar nehmen wir jetzt mal hier so eine Tundra-Baumwolle, Magieresistenz. Und eine rote Bergblume. Jawohl! Zaubertrank, Magika verstärken. Auch gut. Auch gut. Gefällt mir. Damit haben wir jetzt dann noch mehr herausgefunden. Das ist gut. Da freut sich mein Alchemistenherz. Das ist schön. Auswahl aufheben. So, jetzt wissen wir von der roten Bergblume schon drei Sachen. Und die gibt es ziemlich häufig. So, immer einsammeln. Also, das ist wichtig für uns. Als Magier ist die rote Bergblume echt elementar wichtig. Und wir haben durch die Tundra-Baumwolle Magika-Verstärkung und Magieresistenz. Das ist gut. Ich freue mich gerade. Wisst ihr was? Wir probieren jetzt eine Weißkappe. Mal gucken, wie die schmeckt. Fendal, willst du mal probieren? Kannst du mir sagen, was dabei rausgekommen ist? Müssen wir nicht wissen. Weißkappe? Anfälligkeit für Frost. Das ist nicht schön. Das finde ich nicht gut. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Trollfett. Nein. Bäh. Oder wollen wir einmal ein Trollfett probieren? Komm. Einmal so schön mit dem Finger in Fett rein und jetzt... Ja. Giftresistenz. Oh, das ist gut. Das ist gut. Skeverschwanz. Bekommen wir da noch was raus? Nein, bekommen wir nicht. Okay. Es war ein Versuch wert. Rote Bergblume. Ich liebe dich. Boah. Also den werde ich niemals probieren. Boah. Ich gehe dir. Rauer Wulstling, da müssen wir doch was raus. Feuerresistenz, sehr schön. Sehr gut. Namiras Fäulnis. Magika senken, nicht gut. Nein, nein, nein. Das war nicht gut. Magika senken.
Ich habe das noch nie ausprobiert. Ich verstehe nicht, warum ich so einen Trank nehmen soll. Kann ich den dann irgendwie zuwerfen oder so? Ich habe das nie so wirklich verstanden. Ich bin da ein bisschen, vielleicht ein bisschen blöd, aber... Blaue Bergblume. Gesundheit wiederherstellen. Es hat uns wieder erwischt. Der Alchemist in uns hat wieder vieles getestet. Hat vieles herausbekommen. Stachelgras, was ist denn Stachelgras? Hat jetzt gerade eben eine neue Zutat entdeckt. Während es wieder leicht anfängt zu regnen. Er fragt sich, warum hört es nicht auf zu regnen? Immer wieder fallen die Regentropfen vom Himmel. Und sein beschissenes Alchemielabor steht natürlich draußen im Freien. Eigentlich waren seine Gedanken dabei daran, im Sommer, wenn die Sonne scheint, draußen an seinem Alchemielabor zu stehen und neue Rezepte herauszufinden. Aber jetzt steht er im Regen. Und erst kommt der Blitz und dann kommt der Donner. Er ist traurig, auch wenn er gerade ein neues Rezept gefunden hat. So ist er doch im Inneren traurig. Der Alchemist Aaron. Das ist seine Bestimmung. Schon allein sein Name sagt, dass er Alchemist werden muss. Und dafür muss er weitermachen. Er wird Rückschläge hinnehmen müssen. Niederlagen einstecken müssen. Es wird weit bergab gehen. Aber auch bergauf. Er wird Tage erleben, wo er neue Rezepte entdeckt, neue Möglichkeiten. Und er wird vor Freude ein kleines bisschen den Mundwinkel nach oben heben, um diese Freude zum Ausdruck zu bringen. Doch bis dahin ist es noch ein langer, steiniger und harter Weg. Und er ist froh, dass er seinen Kumpel Fendal dabei hat, der ihn nicht im Stich lassen wird. Denn sie haben zusammen Drachen erlegt. Mittlerweile schon zwei. Fendal und er. Und wenn er doch immer eine Zutat isst, die ihm nicht wohlkommt, wo er Fieber bekommt, wo er kotzen muss, ist Fendal da und tupft ihm seine Schweißperlen weg. Dann ist Fendal da und schiebt ihm das Fieberthermometer in den Arsch. Entschuldigung. Es war kein schöner Abschluss. Es war, tut mir leid. Das musste gerade mal raus. Das mit der Musik. Ich liebe diese Musik von Skyrim und irgendwie die Atmosphäre gerade. So ein bisschen melancholisch, keine Ahnung. Wir haben einen Drachen getötet in dieser Folge, der überraschend aufgetaucht ist, ohne Vorwarnung. Stimmt, wir haben ja Fertigkeit. Verdammt, wir haben Level-Up gehabt. Aber das würde ich dann in der nächsten Folge machen. Ja, mit dieser Atmosphäre, mit Aaron, dem Alchemisten, und Fendal, unserem Freund, bedanke ich mich bei euch, meine lieben Gamer-Freunde, und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, und dann hoffentlich auch wieder beim nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt, Skyrim.